Hallo Leute, ich hoffe, ihr seid jetzt einigermaßen gechillt, denn heute zeige ich euch, was der wahre Hintergrund ist von diesem Klischee vom lockeren Russen im Trainingsanzug, der alles viel weniger ernst nimmt als ihr hypersensiblen Deutschen. Also, pass auf! Hallo zu Russisch Live! Also ganz so wie ich jetzt schauen auch die Russen im tiefsten Russland schon seit 20 Jahren nicht mehr aus. Außer sie Sport machen. Das habe ich euch ja letztes Mal schon beigebracht. Es gibt einen Lebensstil, der sich bei Männern, und das ist abwertend, Gopnik nennt, bei Frauen Gopnitsa. Die nehmen es mit legal oder illegal nicht so genau und zu deren Markenzeichen gehören Trainingsanzüge, Alkohol und die Russenhocke, wie ihr sie nennt. Aber das sind jetzt nicht die Russen, die ich bei Aufenthalten dort als Vorbilder oder überhaupt Gesprächspartner empfehlen würde. Und auch nicht die normale Bevölkerungsmehrheit. Tatsächlich sind die Russen aber generell oft lockerer als etwa Deutsche. So ist die Bürokratie in ihrer Theorie genauso schlimm wie in Deutschland, in der Praxis nicht. Weil man eben strenge Regeln auch mal ein bisschen, sagen wir, umgeht. Den Österreichern und Schweizern kann ich sagen, dass ich schon weiß, dass ihr viel entspannter seid als die Piefkes. Also, schaut diese Folge einfach, euch zu amüsieren. Ihr wisst ja, diesen Deutschen muss man bei Lockerheit doch noch einiges beibringen. Russen, die man privat kennt, gelten unter russlanderfahrenen Deutschen schneller als warmherzig. Wissenschaftler haben sogar festgestellt, dass die körperliche Distanz bei Gesprächen geringer ist. Geschäftlich, das hatten wir ja schon bei der Folge über das Lächeln, wirken sie unnahbarer, aber auch hier sagen interkulturelle Trainer, es ist besser, persönlich Kontakt aufzunehmen, wo man in Deutschland erst einmal einen Brief geschrieben hätte. Wenn ihr für Leute noch nicht wichtig seid, geht ein Brief in Russland schneller unter als in Deutschland. Also seid locker, freundlich und ruft einmal an, wenn ihr etwas wollt. Oder geht vorbei und lasst euch nicht von Leuten abschrecken, die euch nicht mit einem Lächeln begegnet. Oder schaut meine erste Folge. Und macht nicht gleich Planungen, die dann 5 Jahre in die Zukunft gehen. Die Russen leben hier und heute und beschäftigt genug, aktuelle Probleme zu lösen. Wenn der vorausplanende Deutsche zu weit in die Zukunft schweift, kann es sein, dass ihm seine russischen Geschäftspartner gar nicht mehr folgen. Wenn ihr mehr planen müsst, appelliert an die Gefühle der Leute. Wenn ihr die kriegt, hinter der Mauer des Nicht-Lächelns, seid ihr erfolgreich. Und nie vergessen, alles, was ich hier erzähle, ist nur ein Durchschnitt. Euch kann auch mal ein Russe begegnen, der ist offen, geplant, lächelt viel, gerade unter Russen, die Deutsche mögen. Denn das hat ja oft einen Grund, dass Russen eine bestimmte Nation sympathisch finden und kann auch mit eigenen Eigenschaften und Vorlieben zu tun haben. Unter Russen, die Deutsche mögen, findet ihr als typischer Deutscher am schnellsten Freunde. Ich hoffe, diese Folge hat euch wieder etwas gebracht. Und es gibt noch mehr davon. Oben unter dem jetzt eingeblendeten Link findet ihr alle. Abonniert uns oder schaut einmal in unserem Shop vorbei. Bis zum nächsten Mal, wieder freitags bei Russland TV.